Servus Leute, zurück zu Let's Play Dark Alliance. Wir haben das letzte Mal ein sehr spannendes Kapitel abgeschlossen und vor uns liegt jetzt was Neues. Nämlich das erste Gewölbe. Was auch immer das bedeutet, was jetzt der Unterschied zwischen Mission und Gewölbe ist, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es wahrscheinlich jetzt herausfinden bei der Maske des Kelvin. Ein Frostriesen namens Uta versucht in Kelvins Grabstätte einzubrechen und dort ein Artefakt zu stehlen, das ihm bei der Suche nach dem Kristallsplitter helfen soll. Übrigens, ich habe nebenbei mal Katie Bree mal die Mission gemacht. Also auf derselben Schwierigkeit wie Drizzt konnte ich hier das da auf Held mit Level 1 Katie Bree schaffen. Ohne Probleme. Auf Level 3 war es schon ein wenig schwieriger. Da war sie immer One-Hit bei manchen Attacken. Aber prinzipiell Katie Bree ist wirklich OP im Vergleich zu anderen Charakteren. Weil Fernkampf ist einfach ziemlich stark. Würde ich behaupten. Oder ziemlich sicher. Sagen wir es so. Ja, ich werde mal schauen. Mit ihr könnt ihr hier bestimmt auch die höchste Stufe schaffen. Ohne Problem. Und dann super Equipment. Und dann, naja, mal schauen. So, aber jetzt hier. Kelvin's Cairn was named for the great frost giant king of old who was buried beneath it. So the legend told. Utar was one of the few remaining frost giant kings of Icewind Dale. He had delved deep under Kelvin's Cairn and broken the seal set by the clerics of Tempest on the tomb of Kelvin. Utar's actions had disturbed the dead, and we would have to lay them back to rest before following Utar into the catacombs of Kelvin's fallen city. Okay, dieser Utar ist da eingedrungen, hat die Untoten erweckt oder die Toten gestört und die sind auferstanden. Schauen wir mal, was für Gegner da und auf uns warten. Und dann müssen wir Uta stellen. Oh, das ist schon mal ein Unterschied. Hier beginnt es direkt mit Held. Ja gut, probieren wir Wächter dann eben. Das könnte brutal werden, aber hey. Why not? Stufe 3er Items. Habe ich schon. Na, Stufe 3er Items könnte ich auch gut gebrauchen. Die Maske des Kelvin. Geister der Vergangenheit. Holy shit. Mal schauen, ob ein richtiger Donner kommt, wo er gerade draußen gewittert. Also, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn er ein Gewitter kommt. Und nein, es ist kein Gewitter wie. Egal. Okay, der hat sich dort versteinert, oder wie? Why not? Verfluchte Riesenurnen 20. Besiege Jurun, den zweimal auferstanden. Und einen Pilzgarten müssen wir erst mal schaffen. Das Blöde an höheren Schwierigkeitsgraden ist die Ausdauerleiste, geht auch schnell weg. Frost Giants have avoided these caverns for ages. Whatever Utar's game, I will put an end to it. Oh. Hä. Lustig. Ich dachte mir, das sieht aus, als wäre es ungewöhnlich.
Okay, Frostriesen bekämpfen. Ah. Sometimes we get to do the beating. When's the last time you or me got to beat on a verbeating, huh? Tell me. I'll wait. Das sind neue Gegner. Ah, shit. Ich hätte vorher. I had the shard, all these katana. Das kann ich ja jetzt schon trinken. Und dann haben wir hier neue Gegnerarten. Na gut. Dann heißen wir sie willkommen. Shit. Der ist runtergefallen. Oh, keine Ausdauer mehr. Ja. All the dead that have risen in Uhtar's wake will have to be dealt with before moving on. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal. Das war ein Donner. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber ja, doch, das war ein Donner. Ordentlich. Sehr ordentlich auf jeden Fall. Ich muss hier schnell durch. Kälte. Genau. Okay, haben wir geschafft. Sehr schönes Teil. Oh. Lebenspunkte ziemlich low. Hier ist kein Eis. Doch, 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 doch. Auch da ist Eis. So, dieses Gebiet, dieses frostige Gebiet ist geschafft. Wir haben noch keine einzige Uhr. Du warst mal ein Frostriese. Noch keine einzige Urne gesehen, oder? Doch, da drüben. Das ist wahrscheinlich so eine Urne. Jawohl. 20 Stück. Ja gut, dann müssen die ja hier rumstehen wie Pilze. Pilze stehen hier zumindest rum. Okay. Aha. In einem Käfig. Oh, da waren. Ja, ich brauche unbedingt das nächste Level, um hier mehr Tränke zu bekommen. Oh, das war un. Ich könnte darüber. Da ist ein Wirbeak. Oder ich gehe erstmal da rauf. Da ist ein Troll. Hier ist irgendwas Leuchtendes. Da kommt ein Troll. Mindestens ein Troll. You'll find no prey here. Ah! My body fails. Oh! Fuck, 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 fuck. Ah! Lol. Wo hab ich den Schaden auf einmal herbekommen? Okay, der hat mich einmal gewatscht und ich war tot. Woher kam der zweite Schaden her? War das so ein verzögerter Frosteffekt? Weil gesehen habe ich jetzt nichts. Ich habe gesehen, dass ich irgendwas hatte, aber sonst nicht. Das war schon mal die erste eklige Erfahrung, die ich hier machen durfte. Habe ich das alles übersehen, oder? Frost Giants have avoided these caverns for ages.
Das fängt schon mal. Das habe ich übersehen. Moment, war die davor schon? War da nicht davor? Das da drüben habe ich zwar gesehen, aber nicht umgesetzt, weil ich dachte, ich komme da noch anders hin. Das hatte ich schon. Interessant, die Gegner sind nicht mehr da. Warum sind die Gegner nicht mehr da? Hm. Komisch. So, der Sammler. Ich würde gerne den Sammler besiegen. Tatsächlich. Aber wie besiege ich den? Also, den so eine Watschenschläge? Na. Jetzt kommt irgendwie. Ah, das könnte der Aua, das könnte der Schaden gewesen sein. Einfach ein bisschen. Puh. Harter Kampf. Aber war lohnenswert. Ich habe mein Leben wieder zurück. Okay. Aber vor mir liegt wieder der nächste harte Kampf. Das sehe ich doch jetzt schon. So, Party Time! Was wäre wo was der? Ich höre den Magier noch, oder? Ah, lass mich raus. Okay, nee, das hat keinen Sinn. Ich sterbe hier zu häufig. Da muss ich den Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Ja, das ist auch eine Erkenntnis, die man halt akzeptieren muss. Zu heftig die Gegner für einen Solospieler. Ich sollte auf Held bleiben. Schade eigentlich. Aber ich darf nicht in neuen Gebieten einen höheren Schwierigkeitsgrad. Das habe ich eigentlich immer schon festgestellt. Ich muss erst das lernen und dann. Dann. Also erst muss ich die Gegend lernen, die Gegner lernen, die Encounters lernen. Dann kann ich einen Schwierigkeitsgrad höher versuchen, aber das macht keinen Spaß. Dementsprechend machen wir einen den normalen Schwierigkeitsgrad wie bisher und gut ist. Bloß interessant, also der Unterschied zu Gewölbe zu vorher ist, es gibt halt nicht mehr den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Es gibt nur noch Held als untere. Ich hoffe, das bleibt so wenigstens. Wobei, ich könnte mir vorstellen, so wenn das letzte Gewölbe härter ist, bis dahin könnte ich auch ein bisschen mehr Skill bekommen. In Form von Level-Ups. Weil neues Equipment kriege ich nicht. Auf dem Level zumindest. Das ist das Problem in dem Spiel. Doch, ich habe das... Hä? Es kann es sein, dass ich das letzte Mal bloß das Kraut weggemacht habe, aber... belastend. Naja. Das habe ich davor auch nicht gesehen. Und schon wieder zurück. So. Party time erneut. Da
Es macht doch viel mehr Spaß. Huh. Da habe ich mich weggeballert. Ja. Nein. Warte, ich habe auch... Peaks, peaks. All the dead that have risen in Utar's habe ich neu trainiert. Diesen schnellen Angriff nach vorne. Der hätte mir bei anderen Gegnern auch geholfen. Muss man dazu sagen. So, kann ich hier den Weg irgendwie... Nein. So kommen wir durch. Sehr schön. Okay. Ach ja, und was ich auch festgestellt habe, ist als ich gegen Acker Kessel gekämpft habe, mehrmals, durchrennen ist wirklich super easy. Also einfach durchrennen zum Boss, mehr nicht. Der einzige Haken daran ist meistens, dass man halt den Loot am Ende, den man so bekommt zum Abschluss, ein bisschen verschlechtert. Oder halt verschlechtert generell. Weil man kriegt halt den ganzen Bonus nicht, den man sonst gekriegt hätte. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Nein. So, hier wieder über die Runen. Einfach mal querbeet drüber. So, ist fein. Na, vielleicht könnten da auch rote Tränke drin sein. Da waren rote Tränke drin. So, mal schauen, wie der Kollektor da wieder hieß, jetzt drauf ist. Wenn wir stärker sind. Oder nicht so schwach. Ansichtssache. Time to rip the tail of another troll. Raus aus dem Eis. Okay. Ah, das ist doch schon viel angenehmer jetzt. Und da gibt's trotzdem Epic Loot. Das ist das Schöne, bei diesen Minibossen gibt's eigentlich immer epischen Loot wenigstens. So, da brauche ich diesmal gar keine Unsichtbarkeit. Guten Tag! Der Magier ist nervig. Wo ist der Gegner, der mich testen soll? Ist der da? Der hat mich nicht getestet. Schön mit dunkler Energie. Die Gegner wegmachen. Er kann nicht mehr changen. Nichts mehr zu changen. Bin ich von da... Nein, da bin ich noch nicht... Da war ich noch nicht da drüben. Aber ich sehe, darüber kann man. Darüber wird man wahrscheinlich gehen sogar. Das wird wahrscheinlich der Hauptweg sein. Ah, so kann man die Story auf jeden Fall besser begehen. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Es ist immer noch... Man muss immer noch aufpassen, aber... Es ist machbar. Es ist machbar. Der sieht nicht eingefroren aus. More foes to fell. Das war ein End. Und, auf dich habe ich gewartet. Der zweimal aufgestanden, ne? Frost Giant.
kam das Feuer her? Ich sehe halt sein Leben nicht. Aber er ist gefallen. Sehr schön. Und hat Loot da gelassen. Sehr schön, sehr schön. Der mehrmals Gefallene ist nochmal gefallen. Sehr schön. Es war ein angenehmer Gegner. Wobei, sein Leben nicht zu sehen ist unangenehm. Ich gehe gern all in, wenn es so kurz vorm Ende ist. So, da drüben ist eine Kiste. Da drüben... Was zum... Achso, wollte gerade sagen, was war das gerade? So, wo ist hier ein... Ah, da ist ein Feuer. Damit kann ich hier durch... Das holen... Hätte vielleicht vorher ein Schluck... Ja, gut, zu spät. Da drüben, das sieht nach optional aus. Who stands against me? Die haben mich gesehen. Lol. How's he move like that? Die haben mich selbst gehittet. Wow. Ist das neu? Ich glaube, das ist neu, oder? Hier, irgendjemand von euch schützt den doch. Irgendwas fehlt hier zum Einfügen. Da gibt es einen Attributspunkt. Den will ich auf jeden Fall haben. Dazu muss ich nur einen Frostroll besiegen. So. Oh, Schelle Fima hat wehgetan. Oh, schon wieder wehgetan. Sehr schön. Schelle Fima hat trotzdem wehgetan von dem. Aber Attributspunkt. Nein. 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 Da fehlt noch was. Das war bloß ein Attributspunkt. Hallo? Wo ist der andere? No, ja, was zum... Ja. Okay. Ist das ein Rätsel? Wo... Hier ist die andere Kugel. Gimme dat Attributspunkt. Ist eine Steigerung von ein paar wenigen Kampfpunkten. Immerhin. Das macht mich besser. Und dann, wenn ich durch bin, kann ich auf Stufe 6 dann auch wenigstens mal ein bisschen mithelfen bei Multiplayer. Nicht so noobig, wie ich im Moment bin. Ah, Spiele ohne Fallschaden. Ich mag sie. Unrealistisch, aber ich mag es, keinen Fallschaden zu haben. Ich mag es. Oh. Was ist hier los? Warum gibt's hier überall... Wen wollen sie hier abhalten? Wer hat diese Fallen platziert? Fragen über Fragen. Und wie viele bösartige Urnensteine habe ich schon übersehen? Warum sind hier überall... Oh, hallo. Hallo. Warum hier sind hier überall so...
Dynamitfässer verborgen. Und hier haben wir Gift auch noch. Da vorne haben wir Gegner. Magier. Ich will gar nicht wissen, was ihr zu sagen habt. Ihr müsst sterben. Den hat's weggeböllert. Den hat's auch weggeböllert. Tatsächlich, ich glaube, ich habe irgendwie so einen Finishing Move, wo ein Gegner instant killt. Zumindest habe ich das auch schon mal gegen Acker Kessel gesehen. Der hatte noch halbes Leben als Boss und trotzdem ist er auf einmal gestorben. Genauso wie die gerade wie eine Ragdoll weggeflogen. Und dann halt seine nächste Form gespawnt. Aber ich glaube, ich habe da was. Ich weiß bloß nicht, was. Was mein Killer-Move so prinzipiell ist. So. Goblins zu slayen ist mir angenehm. Auch wenn sie Schrott beinhalten. So, haben wir irgendwas? Nee. Mhm. Erreiche die verwelkte Obstwiese. Ah ja. Okay. Perfekt. Gerade wieder bereit. Geister! More foes to fell. Oh, du hast einen Boss? Nee. Da ist noch einer. Da sind noch mehr. Warte. Die greifen mich nicht an. Wollte gerade sagen. Was ist überhaupt Gegner? Da ist sowas wieder. Feuer fehlt prinzipiell. Eine Feuerstelle. Da hinten ist eine Urne. Die hätte ich übersehen, aber ich hab das Gefühl, ich habe mindestens schon eine Urne übersehen. Geld liegt da auch. Ah, das war fies. Da muss man, das sieht man nur, wenn man zurückgeht. Aber eine Feuerstelle fehlt trotzdem. Die sehe ich nicht. Na gut. Doch, da ist sie. Einfach durchrennen und E gedrückt halt. Oder E drücken, pausenlos. Irgendwas zum Aufsammeln wird schon finden. So, es gibt hier einen Weg in die Kälte nach unten. Da hinten ist eventuell noch was. Nein. Nur ein alternativer Weg nach oben. Na gut. Da drüben. Was haben wir da drüben? Ein großer Kristall. Aber sonst nicht viel. Schön. Dann auf geht's. Das war knapp. Wieder jede Menge Fallen. Da war es mit E. Ah. Fallen sind nervig, aber solange man drüber rennt, alles gut. Hier sieht's komisch aus. Schon zu lang kein Gegner gekommen. Wow, ja genau. Die Viecher gibt's ja auch noch, diese Teile. Pflanzen. Einfach mal E's drücken und das war. Was macht der?
Okay. Die explodieren gleich. Okay. Ja, und dann ist hier eine Giftwolke. Ah, der kotzt mich an. Oh, jetzt bin ich hinter. Aber das stört die nicht. Das ist das Problem. Ist der noch nicht down? Der ist immer noch nicht down. Der heilt sich, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit all in gemacht, weil ich gedacht habe, der ist doch jetzt down. Aber ich glaube, der hat sich immer ein bisschen geheilt. Das können nämlich Trolle in der Theorie. Regenerationsfähigkeit. Starke Regenerationsfähigkeit haben sie nun mal. Stand nicht sogar in der Lore, selbst Köpfe können denen nachwachsen. Gruselig. Nur das Gehirn fehlt denen immer. Bitte was? Wollte gerade sagen. Okay. Okay, da ist ein Feuer. Es könnten ja da Heiltränke drin sein. Oh nein, ach, das war eine Loot... shit. Lootkiste. Naja, gut. So viel zu, da könnten drei Heiltränke drin sein. So, ist hier Loot zu finden? Oder eine böse Urne? Nein, nichts gesehen. Wobei die Urnen, die sind auch schwierig. Also, ja, die sind halt nicht leicht erkennbar bei diesen Gesteinen hier im Hintergrund. Okay, wieder ein paar Geister. Und ein paar Goblins. Den Sundergangsplatz. Okay, jetzt wird's explosiv. Ich will zu dem mit Training. Was zu sammeln. Ich will nebenbei was sammeln. Oh, shit. Teleportiergegner. Wobei, ich glaube, die haben sie hoffentlich genervt. Weil tatsächlich... Teleportiergegner, da muss ich mal bei Ackerkessel schauen. Es gab ein Patch tatsächlich. Da stand irgendwas mit Teleportiergegner, aber ich weiß nicht was. Die haben halt bloß geschrieben, die wurden rebalanced oder irgendwie sowas. Ich hoffe genervt, weil ich fand sie OP. Gegen die konnte man schlecht was machen. Die teleportieren und ja, hast halt keine Chance dagegen. Außer halt im richtigen Moment ausweichen, aber gut. Moment. Von hier? Nein. Hier muss ich hin. Hier bin ich nicht hergekommen. Moment, dann will ich in die andere Richtung. Dann will ich lieber schauen, was hier ist. Aber ja, Teleportiergegner, wenn die jetzt nicht mehr Instant Damage machen und einen wegstoßen beim Hinteleportieren, was ja davor der Fall war, das ist auch bei Ackerkessel tatsächlich mein Killer mehr gewesen. Ich hatte keine Chance gegen ihn, wegen dieser hässlichen Fähigkeit. Weil er sich so teleportiert, interessante Statue, so teleportieren konnte, hat mich dann umgehauen und hat dann normalerweise gleich einen Umkreisburst noch entgegengeschleudert. Ich kann gegen ihn kämpfen. Ich kann ihn vielleicht auch auf der höchsten Stufe besiegen, aber wenn er es schafft, mich sozusagen mit seiner Teleportierung zu überraschen und umhauen,
Und dann gleich so ein Burst nachjagt. Dann bin ich immer tot. Instant. Keine Chance. Und wenn sie das genervt haben, dann kann ich das nochmal probieren. Auf höchster Stufe. Weil nur so kriegt man halt besseres Equipment. Stufe 5 bzw. Stufe 4 Items. Das wäre schon was, die zu bekommen. Die würden das Spiel deutlich vereinfachen. Wisst ihr, was auch das Spiel deutlich vereinfachen würde, wenn da schon wieder ein Troll wäre? Vereinfacht's nicht, aber lästig. Sehr schön. Hä? Ah. Kann es sein, dass der Troll jetzt auferwacht ist? Durch dieses Looten. Ja. Das hat ihn erweckt. Na gut. Ich muss mir angewöhnen, dass die, wenn sie umfallen, ich glaube, Katie Bree hat auch, ist auch besser beim Regenerieren. Der Typ. Kommt da noch irgendwo einer? Nur der eine kam jetzt? Hm. Komisch. Ah, was haben wir denn hier Feines? Noch mehr Loot. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Zwei Lootkisten hier direkt in der Nähe. Okay. Das können wir gleich mal mitnehmen von hier aus. Ansonsten sehe ich hier nichts. Ah doch. Umschau. Lohnt sich. Sehr schön. Okay. Ich höre Falle. Die hört man immer schon im Vorfeld. Und das sieht nach einer komischen Wand aus. Mhm. Das gönne ich mir. Ich sollte mir anhören, was sie immer zu sagen haben, die Goblins. Die erzählen wenigstens was von der Lore. Schade drum. Eigentlich spiele ich das Spiel wegen der Lore und nicht wegen des Gameplays. Das Gameplay ist mir tatsächlich ziemlich Latte. Das ist einfach bloß, ja, ein paar Hit, paar Kombos und so kann ich mir merken und so. Komme ich hier wieder rauf? Aber nö, das Gameplay ist eigentlich nicht so wichtig. Danke doch. Aber die Lore, die ist ganz nett, weil ich sie liebe. Ach, die Bücher. Ich muss die Bücher nochmal neu anfangen. Alle. Keine Ahnung. Im Moment sind es 39, 37, was weiß ich. Irgendwas über 30. Über den hohen 30, glaube ich. Nochmal alle lesen. Die sind, glaube ich, auch nicht so groß. Also jedes Buch ist eher so um die maximal 200 Seiten. Okay. Goblins und ein... Ja, das wird ein großer Kampf. Ah! Hey, du da. Kann ich dich angreifen? Nein. Come, Goblins. Meet your end. Schön den Angreifer. Und der ist gefallen. The rings won't be contained until the statues of Tempest are clear. Was für Statuen? Oh, was? Statuen? Kristallvorsprung sollen wir erreichen. Das war vielleicht nicht klug. Nicht das Klügste zumindest.
Das brauchen wir. Das machen wir. Dadurch ist die Urne auch kaputt. Kann man das... Das sieht so... Ah ja. Lol. Ich wollte gerade sagen, das sieht so anders aus, so ungewöhnlich. Schön. Schön. Das sieht so schön besonders aus. Und dann ist bloß ein seltenes Item drin. Ah. Ein ungewöhnliches. Sorry. Naja. Sonst ist hier nichts. Ja, tatsächlich ist das Lore-Item mir mehr wert als das andere. Dementsprechend, alles gut. Dafür lohnt sich jeder Abstecher. Gold können. Lol. Warum ist hier so eine Plattform? Warum fliegt die so? Warum ist da so eine Feuerplattform? Wo kann ich hier hin damit? Hier ist doch nichts. Ich schaue mich gerade verwirrt um. Ich erwarte hier irgendwo Eis oder sowas. Einen eisigen Weg. Gut, ich frage mich auch, warum das sich so bewegen kann. Interessante Architektonik. Ach, vielleicht war das das Feuer, um richtig hier durchzukommen. Das kann natürlich sein, aber das wäre dann sehr komisch gewesen, der Weg. Was ist das überhaupt für eine halbe Höhle, so in etwa? Ein schöner Ort zumindest. Da drüben waren wir schon. Auch eine interessante Sichtweise, auf der man sieht, da habe ich was vergessen. Naja. Ein bisschen Gold. Daher kann man durchfallen. Das habe ich ja schon mal getestet. Was ist das? Was sind das für Ketten? Von wem sind diese Ketten? Okay. Erstmal ein Gong. Einen dramatischen Gong. 15. Naja. Ist nichts. So einer. Who stands against me? Ich wollte gerade fragen, greifen die mich überhaupt an? Das frage ich mich, glaube ich, schon seit längerem. Warum bin ich hier? Ah ja, deswegen bin ich hier. Loot tut gut. Heldenmut. Boah, mir wird schlecht drauf. Schön. Abkürzung. Das ist doch ganz nett. Ey, das ist ein langer Dungeon hier. Oder wie auch immer das hieß. Man könnte Dungeon. Ich habe tatsächlich noch kein Geschichtsitem gefunden, was man nicht sammeln konnte. Aber irgendwie in den Foren kursiert die Geschichte, dass eines der Objekte nicht einsammelbar ist. Das noch verbuggt war. Könnte aber auch mit dem letzten Patch behoben sein. Man weiß es nicht. Ah ja, da drüben. For the people of Ten Towns. This one's had training. Whoa! Der konnte was. Der hat ein Schwert. Ja. Ich heile ihn mal lieber. Monsterjäger-Achievement bekommen. Sehr schön. Seltenheit von Beute wird erhöht. Das ist am stärksten immer am Ende, wenn man den Dungeon abgeschlossen hat. Dann wirkt es sich am stärksten aus.
Ja. Das war kein gutes Abrollen. Schauen wir nochmal, ob da noch was ist. Ja. Ich wurde verflucht. Okay, hat sich behoben. Man muss echt solche Sammeldungeons nochmal zurücklaufen. Da findet man wahrscheinlich die Hälfte der vergessenen Sachen. Fies. Fies, aber auch cool. Warte, hier soll ich hin? Nee. Er hat gerade Pfeil hingezeigt. Es soll wieder ein Portal durchschreiten. Hier! The Seal of Tempest can now be reset, so these raids don't come back. Wollte gerade sagen, ich hab doch hier was gesehen. Sehr schön. Drei fehlen noch. Ihr könnt ruhig mehr Heiltränke mir geben. Da erwartet mich ein großer, großer... Du... Warum habe ich das kaputt gemacht? Hier drunter ist nichts. Moment, welchen Sinn und Zweck hatte das gerade? Hm. Hier werde ich erwartet. Ach, zwei so komische Urnen fehlen mir noch. Bin ich schon am Ziel? Da vorne ist auf jeden Fall noch eine komische Urne. Bumm. Aber mehr sehe ich nicht. Oh, was ist das? For the people of Ten Towns. Okay. Ich muss mal hier schauen. Findet sich hier... Oh, hallo, was macht ihr da? Oh, shit. Ich sehe aber hier nirgends... Ich sehe nirgends eine weitere Urne. Na gut. Ich glaube erstmal das Kleinviehzeug zerstören. It's the way to go. Dann können wir gegen den kämpfen. Der ist zu langsam. Jetzt macht er was. Na, komm her. Dann komme ich halt zu dir. Selbst schuld. Wenn du nicht möchtest, dann andere. Ach, schade. Schon wieder eins verpasst. Hey, aber was, da links ist auch noch so eine Barriere. War das noch ein Gimmick? Hätte ich da vielleicht noch Plattformen und sowas aktivieren müssen? Nee, als ich die zwei aktiviert habe, ist der erwacht. Da ist es sozusagen gestartet. Hm, komisch. Ach, wahrscheinlich war das dieser Bann, den ich erst lore-technisch niederschlagen musste. Puh. Das war doch schon deutlich angenehm. I thank you for your assistance. Puh, Level 12 wird noch eine Weile dauern. Und Level 15 erst. Ai, Karimba. Was wohl das Max-Level ist? 20? Wie in jedem D&D-Spiel? Nein, in den meisten D&D-Spielen. Das Dumme ist halt, das ganze Equipment, das bringt mir halt alles nichts, weil es auf der niedrigsten Stufe ist. Außer ich sammle ein bestimmtes Set, aber das tue ich ja nicht. Das ist schade.
Das ist irgendwie ein doofes System, finde ich. Aber ich glaube, das ist in solchen Spielen tatsächlich üblich. Also Vermintide oder sowas, mit dem wurde es am Anfang ziemlich häufig verglichen. Hat es ja angeblich ähnliches Setting. Ja, ich kann mir das immer anschauen. Da war schon seit Ewigkeiten nichts mehr dabei, was da gut ist. Weil ich habe schon ein paar Rang 3 Sachen. Und ja, der Rang entscheidet, wie gut was ist. Nicht die Seltenheit. Na gut. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Ich musste leider auf den niedrigeren Schwierigkeitsgrad wieder runter, weil sonst wird es einfach nicht spaßig mehr für mich. Ich will durchmetzeln, ich will Spaß haben, ich will bloß ab und zu mal ausweichen. Dementsprechend ist das das Perfekte für mich. Ich hoffe auch für euch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.